Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi bzw. Tomba 2. Das hat sich sehr angepisst angehört, aber ich bin überhaupt nicht angepisst. Wir haben heute den 14.03.2018 und 9.04 und 25 Sekunden. Also schön, guten Morgen und so, ne? Ja. Ich wollte jetzt eben gerade hier das Kartoffelsandwich machen, aber ich habe gesehen, wir müssen gar kein Kartoffelsandwich machen, sondern ein Trockenfischbrötchen. Und ein Trockenfischbrötchen haben wir momentan dabei. Ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal ausprobiert habe mit dem Trockenfischbrötchen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe einfach nur nach dem Kartoffelsandwich geguckt. Ja, und ich hatte mir ja noch aufgeschrieben, dass wir in der Bergwerkstatt die Mutter von dem einen Blag da besuchen sollten. Ich meine, die wäre hier unten gewesen, oder? Ja, das sieht gut aus. Ihr habt meine Heilpflanze... Ne, ihr habt mir eine Heilpflanze gebracht. Danke. Alles ist verheilt. Danke, dir geht es meiner Mutter gut. Danke, Tombi. Oh, Moment. Ich weiß ein altes Mutgebet für eine gute Reise. Ha. Das ist der Rest. Mutzauber, Mutzauber. Komm halt wieder. Ja, was bringt mir das denn? Kannst du mir sagen, was das bringt? Meine Mutter sagt, es gibt hier einen berühmten Töpfer. Kennt ihr seine Werke? Wow, das war sehr aufschlussreich. Draußen unter dem Rohr liegt alles Mögliche. Aber man muss sich ans Rohr hängen, um dran zu kommen. Ja. Genau. Ach, falsche Taste. Mutzauber. Hier ist nichts passiert. Das heißt also, ich muss gerade mal was trinken. Das heißt also, wenn irgendjemand irgendwie Mut braucht, dann können wir den, denke ich mal, anwenden, schätze ich. So, wir reisen jetzt aber nochmal zurück. Wo ist denn die Feder? Feder! Da ist die Feder. Ins Zirkusdorf. Weil da gibt es ja noch den Unsichtbaren, den wir hoffentlich mit unserem Trockenfischbrötchen beglücken können. Gerade bei Boxen ausgemacht. So, ich möchte dir ein Trockenfischbrötchen geben. Wo ist es hin? Wo ist das? Da! Was für komisches Essen. Hoffentlich komme ich damit in meinen Zustand klar. Ah, ich bin wieder normal. Juhu, du kannst mich sehen, nicht? Danke. Wie kann ich dir jemals danken? Was macht der für ein Gesicht?
Unglaublich, du bist echt. Du siehst aus, als hättest du so einiges gesehen. Ich weiß etwas, das Abenteurer wie ihr wissen sollten. Auf dieser Welt gibt es einige Türme, musst du wissen. Der Eingang ist normalerweise verborgen, aber wenn man sich ihm richtig nähert, dann erscheint er. Wie man das macht, weiß ich aber nicht. Das wirst du selbst herausfinden müssen. Du wirst ganz bestimmt alle Türme finden. Mach dich auf den Weg und finde sie. Dafür. Wow. Gut, dann machen wir jetzt im Wassertempel weiter, würde ich sagen. Da lassen wir uns nicht hinteleportieren, sondern können wir hinlaufen. Oh. Ach, da vorne. Oh. Ich bin ja auch. Ich habe gerade gedacht, dass die untere Ebene die zweite Ebene wäre. Deswegen bin ich da hinten hingelaufen. So. Jetzt wären wir doch schneller gewesen, wenn wir dahin geflogen wären. Ach, guck mal. Nein, 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 nein! Ich möchte das Häuschen ansprechen. Achso, können wir nicht, okay. Na gut. Oder vielleicht habe ich das auch schon, das kann auch sein. So. Da bin ich mal jetzt gespannt. Ein neues Areal. Und gucken, was da so gibt. Auf jeden Fall sehr viel Wasser. Ich möchte aber nicht tauchen lernen können. Ich mache mir immer mein Eichhörnchenkostüm an. Ich glaube, das ist ja sinnvoller. So, was habe ich hier gesehen? Ach, guck mal. Da ist das Schweinehaar-Dings. Nein! Oh, ey, ich will doch gar nicht da lang. Da ist so eine Schweinenasentür war da. Da ist bestimmt ein Schwein hinter, was wir vielleicht anfangen können, wenn wir die komische Dings dafür haben. Ach. Nee, kommen wir nicht hin. Schade. Na gut, da müssen wir irgendwie. Ach so. Okay. Was ist das denn da oben? Nee, nee, nee. Wo bist du hin? Darf ich dich nicht? Das ist ja interessant. Das möchte ich aber gerne. Boah. Jetzt war die Schrift aber gerade ganz schön im Weg. So. Nein. Eieieiei. Kristallkünstler. Ach, schade. Der ist böse. Ich mache die Dekoration für den Wassertempel.
Der durchsichtige Schmuck ist besonders kompliziert. Ich verwende diesen besonderen Kristall, aber er ist sehr selten. Jetzt sollen wir dir einen suchen, aber ich mag dich nicht. Hätte ich doch nur etwas Kristall, dann könnte ich euch etwas machen. Mhm. Der ist komisch. Und der hat eine Schweinetür. Ich habe gerade etwas gepfiffen, habe ich gehört. Nein. Oh, Gott. Bin ich ja eben nicht dran gekommen? Wir werden auf jeden Fall hier schwimmen lernen. No. Naja, ist ja nicht schlimm, weil wir kriegen ja, glaube ich, nichts abgezogen dafür. Achso, hier ist Ende, oder was? Aha. Da ist noch eine Tür. Das ist ja alles sehr komisch. Oh, was? Bist du kein Wasserschwein? Du hast mich erschreckt. Na, sorry. Ich dachte, die Wasserschweine wären wieder auf Raubzug. Raubzug? Ist was passiert? Sie haben mein kostbares, rundes Rad genommen und irgendwo versteckt. Ich hab's gefunden. Jetzt kriege ich das Wassertor nicht auf. Das runde Rad! Ich dachte schon, es wäre endgültig weg. Jetzt zum Wassertor. Krankenwagen. Es hat aufgehört. Was ist das denn? Sind das Raketen? Raketis. Okay. Das reicht. Und hier? Und hier? Jetzt ist das Wassertor offen. Hast du den Wassertank in diesem Raum gesehen? Nein. Der ist von unserem eigenen Kristallkünstler und der Tank ist ein schönes Stück. Wassertankraum. Oh, eine Meerjungfrau. Ich lese das hier erstmal. Schweine-Schwimmanzug. Damit kannst du schwimmen. Du treibst auf der Wasseroberfläche schneller mit Quadrat.